Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 1, ne? Und es geht weiter. Ja, ich habe das bis dahin wieder vorgespielt. Ich speichere mal ganz kurz ab. Ich habe noch eine klitzekleine Änderung gemacht. Als ich bei Wolf war, habe ich mal Bogenschießen noch gemeistert. Jetzt sind wir ein Bogenmeister, meisterlicher Meister. Können leider noch nicht mit Magie umgehen, aber das mache ich dann beim nächsten Level ab. Ich dachte mir, dass das vielleicht erstmal besser ist, mit einem Bogen umzugehen. Besonders wenn Gorn weiterhin darauf besteht, ein Hurensohn zu sein. Und ja. Deswegen geht das jetzt weiter. Müssen wir uns nochmal an den lustigen Razer-Mäusen vorbeikämpfen. Oder Headsets, je nachdem, was sie produzieren. Ich hab's vergessen. Ist mir aber auch relativ scheißegal. So. Nochmal speichern, weil es so geil war. So, dann zeig mir deine. Oh, deine Bogen-Skills. I'm such a skiller. Ja, Mann. Huch, wo kommst du her? Ausländer raus. Und tschüss. Huch. Hast du gar nicht deine Pornogeräusche zu machen, ne? Also, dafür, dass du gemeistert hast, kannst du immer noch relativ schlecht zielen. Ja, ich hab dich ja auch lieb. Ich möchte mit deiner Mutter Geschlechtsverkehr ausüben. Lauf. Schön für dich. Scheiß Vieh. Oh, bist du verpackt? Oh. Werde ich das ausnutzen? Ja. Oh. Mein Beileid. Nicht. So, was ist das andere Vieh? Nicht, dass gleich wieder an der Ecke steht. Oh, nö, das ist ja. Und tschüss. Komm, nibbel ab, du Kackding. Danke. So. Haben wir das auch erledigt? Kriege ich von denen noch was? Nö, warum auch? Brauche ich eh nicht. Gut, dann verschaffen wir uns mal eben einen kleinen Überblick. Like a Robin Hood. Wahrscheinlich sind jetzt ein paar Gardisten gespawnt. Oder auch nicht. Das enttäuscht mich. Ein bisschen, aber nicht sehr. Oh Gott. Das war knapp. Okay, sind keine neuen Gardisten gespawnt. Mal von mir aus. Hätte sein können. Ich gehe trotzdem mal mit gezückter Axt. Man weiß ja nie. Hauptsache die Schürfer da unten liegen noch, weißt du? Ja gut, die liegen auch noch da rum. Ist okay. So, klapp, klapp. Sesam, drehe dich. So, speichern wir nochmal, ne? Speichern ist ja sehr toll in diesem Spiel. Kavusch. Kavusch. Ach, hallo Gorn, Mensch, alte Sau. Was denn du hier? Ich dachte, dich gibt's gar nicht mehr. Weißt du, ja, auf den Gardisten. Auf den sowieso schon toten Gardisten. Sieht er mich nicht, oder was ist los? Na, von mir aus. Na komm, steh auf, Süßer. Plopp. War das Gorn? Nee, Gorn ist unsterblich. So. Ganz viele tolle Sachen von ihm einsammeln. Ihnen, pardon. Na, was ist los? Kriegst du blöd, ne? Souverän gemeistert, Junge! Ja. Du mich auch, ne? Kennst du, leck mich am Arsch. So, speichern wir nochmal. Denn speichern ist die Mutter der Porzellankiste. Ja, man könnte sagen, du bist verbuggt. Aber, oh, doch nicht, Mensch, schade. Hätte sein können.
nicht so blöd, ne? So viele Abenteuer, die ich hier machen könnte. Na schön. Ach, Hallöchen. Wer sind denn Sie? Aber von mir bist denn du? Ja, bin schon längst um die Ecke. Na Gorn, du geile Schnecke. Jetzt brauchst du auch nicht vorlaufen, ne? Grobes Schwert. Ja, du triffst mich, ich dich nicht. Was hast du denn für Probleme? Alter. Ey, Gorn, ohne Witz, 1000 Jahre Inzucht. Lass dich hier nie wieder blicken. Was bist du denn für eine Amöbe, Alter? Hat dein kleines Negergehirn ein Problem damit, wenn ich Gardisten angreife? Hallo, suchst du wieder... Halt die... Ist gut. Verpiss dich bloß, du Wichser. Ey, ohne Witz. Hat's deiner Mutter mit einer Baumwollpflanze getrieben oder warum bist du entstanden? Mutter vergreift dich an meine Jungs, Alter. Deine Mutter vergreift sich an deinen Papa. Okay, das klingt jetzt nicht ganz so pervers, wie ich es mir ausgedacht habe. Dein Papa vergreift sich an deinen kleinen Ebola-Kindern, ey. Natürlich treffe ich den Typen nicht. Oh, treffen meine Eisfalte. Nicht immer, aber immer öfter. Ja. Das wäre noch was geworden. Aber mal so mitten im Kampf raus teleportiert, Bitch. Ach, du kommst freiwillig, ja? Bin ich immer nett. Okay. Wieder eingetötet, wieder abspeichern. Okay, da sind Minecorner. Ob ich das schön finde, weiß ich noch nicht. Ja, die sehen schon leicht anders aus als die in der Mine. So in der alten Mine. Ich habe hier was ganz was Wichtiges vergessen. Dass ich zum Beispiel keine Runen benutzen kann. Gott, bin ich heute wieder blöd. Okay. Wo war denn Licht? Genau da. 9. Halleluja. Was? Was war das denn? Wie ist denn? Da unten steht ein Gardist. Oh Gott. Ja, Idiot. Gut, zugegeben, das Licht behindert jetzt ein bisschen. Aber auch nicht sonderlich. Okay, speichern wir nochmal. Und dann geht's da runter, würde ich sagen. Ja, nicht hoch, sondern runter. Töppi-döppi, Scheiße. Da stehen ja ganz viel Hurensöhne. Ja, danke schön. Ja. Deiner Mutter werde ich keine Geburtstagskarte schicken, sondern nur eine Karte, wo drauf steht, ihr Hurensöhne. Ach, danke, dass das Licht aus ist. Die Spruchrollen waren ja zum Glück kostenlos. Ja, ist gut. Blitz, bla, bla, bla. Hm. Und noch was Schönes. Feuersturm. Absolut nicht rein. Ja, scheiß auf die Strichmädchen. Könnt mir mal die Muschi lutschen. Und tschüss.
So, mal gucken, ob wir Gorn, die alte Baumwollfickerin, mitnehmen können. Oder doch lieber noch nicht. Hallo. Tschüss. Komm mit, endlich. Schnauze. Auf. Unnötiger Hurensohn. Und schon überfordert. Nee, doch nicht. Schade. Kusch. Burn, Motherfucker, burn. Na, hast du wieder ein Problem damit, dass ich mich mit deinen Jungs anlege? Oder ist das einfach nur dein Vater? Einer deiner Väter? Ich kann mir vorstellen, deine Mutter war bestimmt nicht wählerisch. Sonst noch jemand? Ja, schubst mich doch runter. Wäre doch mal was Lustiges, oder? Warte mal, da unten kann ich glaube ich noch stehen. Beziehungsweise kann ich mich noch hinstellen. Außer natürlich das Vieh beschließt, nach oben zu glitschen. Schönes Geräusch. Schön blöd, ne? Und tschüss. So, ich glaube, da gibt's nicht mehr. Sagte er und starb. Ach, wie schön. Kann mich nicht mehr ran an das Ding. Geil. Ist ja nicht so, als ob ich die Platten brauche. Quatsch. Ach, an denen darf ich ran. Das ist nett. Das ist echt großzügig. Ich bin schockiert von deiner Großzügigkeit. Heilkräuter. Bier. Wie auch immer hier zwei Mainqualler reingekommen sind. Wahrscheinlich durch die Presse. Ja. So blöd wie du möchte ich auch mal sein. Blups. Darren, wie kommst du hoch? Du verreckst da unten. Na gut, wohin gehen wir denn jetzt? Oh, hier gibt's Brot und Bier und Reisschnaps, Mensch. Ja, das Bier kannst du aber behalten, ist mir doch egal. Fick dich. Kletter, kletter, kletter. Ach, Hallöchen, wer bist denn du? Sonst ist alles okay. Dann ist gut. Hier offenbar muss ich dann runter zu diesen Spinnern. Aber wie stelle ich das an, ohne abgeknallt zu werden? Fragen über Fragen. Warum rennt der weg von mir? Warte mal, kann man hier vielleicht wie in der alten Mine runterklettern? Jupp, kann man. Hallo. Renn doch nicht weg, Alter. Was bist du für ein Spasti? Oh, da muss aber mal einer wichsen. Ja. Was ist denn los? Bist du irgendwie behindert im Kopf? Mach doch, was du willst. Blöder Idiot. Ach, muss ich wohl durch da unten gehen, ne? Durch da unten gehen. Kuckuck. Genau in der Sekunde geht er weg. Richtig geil. Pss, kein Problem. Hat's noch jemand? Sonst noch jemand ohne Fahrschein? Hör auf mit deiner Musik, ich sag's dir. Wo ist Gorn, wenn man ihn mal braucht? Ich hab Schiss. Und das habe ich immer. Ja, renn halt weg, ne?
getroffen. Ich habe genug Pfeile, um das durchzuziehen. Mann, müssen die sich immer verglitschen? Ich sehe auch seine hässlichen Füße. Ich komm doch her jetzt. Mein Gott. Kleine Missgeburt. Erschreck mich doch. Lass dich hier nie wieder blicken. Ist das schon wieder Gorn? Dreht er schon wieder am Rad? Ich sehe gerade überhaupt nichts, ne? Muss ich da runter? Muss ich nicht da runter? Oh Gott, da sind doch noch mehr. Das ist wahrscheinlich auch das Hödel. Das Lager von denen, ey. Meine Fresse. Nee, ich muss da wahrscheinlich runter. Aber ich will ich da runter? Ist es mir diese Rüstung wert? Kann ich die von hier oben abschießen? Nö. Warum denn auch? Das Licht nervt gerade irgendwie fast nicht. Ja, bitte stirb direkt. Danke. Halt die Schnauze und komm her. Komm in meinen sexy Schussbereich. Aber das ist ja schlimmer, als ich mir vorgestellt habe. Ja, jetzt wird's doof. Aua. Unangenehmes Geräusch. Unangenehmes, meinte ich. Na komm. Danke. Mal eben das Licht erneuern. Natürlich nicht genug Mana. Ja, das ist schon aus. Kannst du mal sehen. Dann stehst du hier im Dunkeln. Bin da, wer noch? Guck. Wer liegt denn da? Zwei sehr blutenden da. Keiner. Das ist auch gut. Wenn keiner blutet, bin ich zufrieden. Ach, wie hier darf ich direkt hochklettern? Ja, wusste ich doch, dass du es mir nicht so einfach machst. Wäre sonst nicht koffig, ne? Gut, du mich auch. Danke. Was ist denn das? Astronomie? Okay. Hat sich gelohnt, ja. Oh Gott. Das wusste ich gar nicht. Hallo Orksklave. Du bist wahrscheinlich der, den ich suche. Tarok brauchen Hilfe. Tarok verletzt. Tut mir leid. Was ist geschehen? Tarok hier gefangen von blauen Soldaten. Plötzlich überall rote Soldaten. Rote Soldaten töten alles. Tarok hierhin geflohen. Rote Soldaten nicht gehen hierhin. Rote Soldaten fürchten Gachlug. Bitte helfen! Tarok verletzt! Wie soll ich denn helfen? Was kann ich für dich tun? Tarok brauchen starke Medizin. Tarok, sonst sterben. Was für Medizin? Gachlug mich vergiftet. Tarok brauchen Medizin. Ja, was für Medizin? Tarok haben Medizin, aber Tarok verlieren. Tarok nicht finden. Tarok dumm. Was bedeutet Gachlug? Seien große Tiere auf vielen Beinen. Die Viecher. Gachlug gefährlich. Orks und Menschen fressen. Du meinst wohl die Minecrawler hier unten. Ich werde die Medizin wiederfinden. Tarok sehr schwach. Fremder beeilen, sonst Tarok sterben. Ja, als ob du jetzt einfach so stirbst, ne? Wenn du stirbst, ist das ein Scripted Event, also halt die Fresse. Er hat sein Schwert gezogen. Sein vermutlich Schwert. Gut, wären die zwei schon mal am Arsch? Komme ich eigentlich wieder hoch?
Ja, das ist wieder so ein unter normalen Umständen würdest du, aber dank Patch irgendwas nicht. Okay. Dann werde ich dann gar nicht versuchen, nur zu klettern, sondern mich gleich hochschießen. Das ist mir nämlich zu blöd. So. Wo hast du denn deine Menstruationsmedizin verloren, du Idiot? Hier. Wie lange der da wohl schon liegt? Wenn er schon zu Knochen zerfallen ist, muss er ja schon eine Weile liegen. Ach, Hallöchen. Wer sind denn Sie? Möchten Sie vielleicht ein Bildabo abschließen? Warum kann ich nicht durch Steine schießen? Schnauze. Ich beschieße ihn seit Stunden und dann irgendwie, wenn er vor mir steht, ich bin hier. Oh Gott, sieht das doof aus. Ja, dann nimmt nicht. Warum sieht es so aus, als ob ich sicher wäre? Aber ich glaube, das Wort sicher ist hier auch nur so ein eine Farce. Viecher. Okay, soweit habe ich zwei gesehen. Die Fackel ist ziemlich komisch angebracht worden. Das ging schnell. Schnell und gut. Gut und günstig. Okay, ja, warte. Wir hätten was das Wichtigste vergessen, ne? Abspeichern. Ist da noch ein Vieh? Na, nur Pilze. Und ein Buch. Göttergabe. Ah, ein Trank. Ork-Medizin, sehr gut. Dann hole ich mir noch die Plattenpanzer. Und das andere Vieh, das ist ein gutes Zeitpunkt. Hallöchen. Möchten Sie ein Bildabo bestellen? Gott, die macht zucken müssen, ne? Ohne Witz. Gut. Bolzen. Huhu, ich habe da eine Medizin. Huhu, ich habe ein bisschen überzogen. Egal, halten wir ihn noch. Hier, ich habe deine Medizin gefunden. Fremder nicht böse wie andere Menschen. Fremder gut, sieht aus. Tarok schulden Dank. Kannst du mir jetzt einen Ulumulu geben? Fremder helfen Tarok, also Tarok auch helfen Fremder. Fremder brauchen Krotak, Kastak, Dwachkar. Und Ort Antak. Fremder bringen dann, Tarok machen, Ulumulu. Was zum Fick? Bist du ein Freund von Urshak, dem Schamanen? Urshak waren Sklave wie Tarok. Urshak laufen weg, seien viele Winter her. Dein Freund sagte, du könntest mir ein Ulumulu machen. Du mir geholfen, also ich dir helfen. Was ist denn Krotak? Sein Flammenzunge, sein Zunge von Feuerechse. Wo finde ich eine Feuerechse? Feuerechsen in Heimat leben. Heimat von Tarok. Fremder suchen müssen. Auch können finden Feuerechse auf Sand bei Meer. Weiß ich, okay. Was bedeutet Katztag? Sein Horn von Schattenläufer. Horn spitz wie Dolch und hart wie Stein. Gibt's die noch? Wo findet man Schattenläufer? Leben in Wald oder in Höhle. Nicht mögen Licht. Seien sehr gefährlich. Fremder aufpassen. Habe ich die schon alle ausgerottet? Dwachkar? Was ist das denn? Sein Zähne von Sumpfhai. Wenn Zähne beißen Opfer, dann nie wieder loslassen. Ja, das weiß ich auch. Was ist ein Ort am Tag? Hauer von großes Troll. Machen großes Löcher in Beute. Wo finde ich einen Troll? Troll leben in Bergen. Troll lieben viel Platz. Ja. Fremder gehen suchen in Nordberge, aber passen auf Faust von Troll. Faust treffen, dann Fremder fallen von Berg runter.
Ich liebe einfach nur die Sprache. Du sprichst unsere Sprache. Tarok schon lange Sklave von Menschen. Tarok gut zuhören. Wo finde ich Sumpfhaie? Viele Sumpfhaie bei Lager von Menschen. Lager in Sumpf natürlich. Echt? Ich muss weiter. Fremder kommen wieder. Was bleibt mir anders übrig? Ja gut, wir sehen uns im nächsten Part von Coffee 1 wieder. Bis dann, tschüss.